Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema die Enterbung in der Schweiz. Manchmal gibt es die Situation, dass man nahe Angehörige hat, denen man eigentlich nichts vererben möchte. Da kommen Leute auf die Idee, in einem Erbvertrag oder in einem Testament zu regeln, dass diese Personen enterbt werden sollen. Hier sollte man jedoch genau wissen, dass eine Enterbung nicht so einfach möglich ist. Denn von Gesetzes wegen hat der Nachkomme einen Anspruch auf die Erbschaft. Und zwar wie folgt. Nach Artikel 471 gibt es einen sogenannten Pflichtteil. Der Pflichtteil beträgt für einen Nachkommen 3/4 des gesetzlichen Erbanspruchs, für jedes der Elternteile die Hälfte und für den überlebenden Ehegatten die Hälfte des Erbes. Wie man sieht, ist das alles sehr theoretisch. Damit man sich das in der Praxis besser vorstellen kann, mache ich hier ein kleines Beispiel. Es gibt ein Ehepaar. Die haben einen gemeinsamen Sohn. Verstirbt der Ehemann nun, ohne ein Testament oder einen Erbvertrag gemacht zu haben, so erhalten als gesetzliches Erbe die Frau ein Halb der Erbschaft und der Sohn ebenfalls ein Halb der Erbschaft. Hat der Ehemann also 100.000 Schweizer Franken als Erbschaft hinterlassen, so erhält die Ehefrau 50.000 Schweizer Franken und der Sohn ebenfalls 50.000 Schweizer Franken. Haben sich der Vater und der Sohn jedoch vor dem Tod des Vaters schwer verstritten und der Vater hat einen Erbvertrag aufgesetzt, indem er den Sohn auf den Pflichtteil gesetzt hat und bestimmt hat, dass die Frau den Rest erhalten soll, so sieht die Rechnung vollkommen anders aus. Dann bekommt der Sohn von seiner hälftigen gesetzlichen Erbschaft nur 3/4. Damit erhält er vom gesamten Erbe 3/8. Die Frau erhält den Rest, somit 5/8 der gesamten Erbschaft. In Dezimalzahlen heißt das, von den 100.000 Schweizer Franken Erbschaft bekommt der Sohn nun nur noch 37.500 Schweizer Franken. Die Frau erhält 62.500 Schweizer Franken, nämlich den Rest. Auf weniger kann der Sohn übrigens nicht herabgesetzt werden. In Ihrem Testament müssen Sie den genauen Pflichtteil nicht rechnerisch bestimmen. Es reicht, wenn Sie verfügen, dass einer Ihrer gesetzlichen Erben nur den Pflichtteil erhalten soll. Man sieht also, man kann die gesetzlichen Nachkommen nur auf den sogenannten Pflichtteil setzen. Hiervon gibt es jedoch ein paar Ausnahmen. In diesen Situationen kann man die Erben tatsächlich komplett enterben. Einmal, wenn die Person eine schwere Straftat gegen einen begangen hat. Hier ist die Rechtsprechung aber sehr restriktiv, das heißt, sie sieht das sehr eng. Die Person muss einem nach dem Leben getrachtet haben, also versucht haben, einen umzubringen. Man sieht, einfache Beleidigungen oder ähnliche Dinge sind hierfür nicht ausreichend. Letztendlich gibt es noch eine andere Variante. Und zwar, der Erbe verzichtet selbst auf seinen Pflichtteil. Dies kommt manchmal vor, wenn Kinder möchten, dass erstmal ihre Eltern sich gegenseitig beerben. Das kann aber nur stattfinden, wenn diese im Rahmen eines Erbvertrages zusammen mit dem Erblasser darauf verzichten. Das heißt, man muss sich eigentlich noch gut stehen. Hat man also in einem Testament die gesetzlichen Erben dennoch enterbt und nachher wird festgestellt, dass kein so starker Enterbungsgrund wie eben das Trachten nach dem Leben tatsächlich vorgelegen hat, was passiert denn dann? Dann wird die Person nicht einfach enterbt, sondern sie bekommt den Pflichtteil, der ihr von Gesetzes wegen zusteht, weil das Gericht davon ausgeht,
dass die Person ja wollte, dass er das Minimalste bekommt, was überhaupt möglich ist. Achten Sie also darauf, dass Sie sich, wenn Sie den Wunsch haben, jemanden zu enterben, gut beraten lassen und ein Testament oder einen Erbvertrag aufsetzen, der dann nachher auch verhebt.